Barbara Gysi, Pflegeinitiative, warum geht das so lange? Ja, ich denke, wir haben eigentlich sehr schnell jetzt die erste Umsetzungsgesetzgebung beschlossen. Im Dezember ist sie verabschiedet worden, ein Jahr nach dem Volksjahr. Da muss jetzt mein Kanton vor allem die Umsetzung auch noch machen. Man muss kantonale Gesetze anpassen. Aber es ist klar, es geht zu lang. Die Kantone haben sich da zu wenig gut vorbereitet. Und wir müssen vor allem auch Massnahmen haben, damit man eben auch die Berufsverweildauer verbessern tut. Ist es zu wenig dringend? Ist es zu wenig Druck? Oder woran liegt es denn überhaupt? Oder liegt es unter der Politik? Der Druck ist gross. Die Bundespolitik hat jetzt sehr rasch geschafft. Ein Jahr nachdem Initiativen angenommen wurden, ist bereits die erste Etappe vom Parlament verabschiedet. Das ist Rekordtempo. Aber es braucht halt natürlich noch Verordnungen und die Umsetzung in den Kantonen. Und da muss man schon sagen, die Kantone sind ein bisschen dran, das zu verschlafen. Apropos Verschlafen, wir haben es schon lange gesehen. Eigentlich kann man so etwas ja hochrechnen. Warum hat die Schweiz so Probleme mit solchen Sachen? Ja, also ich bin nicht für die kantonale Politik verantwortlich. Wir haben schon sehr früh auch das Gesuch mit den Kantonen gesucht. Wir haben jetzt auch zum Beispiel die Gesundheitskommission das Hearing dann mit der Gesundheitsdirektorinnenkonferenz. Das war eigentlich bekannt gewesen. Die Kantone sind natürlich da zum Teil ein bisschen zurückhaltender. Das ist ein grosses Problem. Wir müssen da unbedingt mehr Druck machen. Also der Föderalismus spielt auch eine gewisse Rolle? Ja, natürlich. Wir haben einerseits jetzt die Initiative, die wir auf Bundesebene umsetzen. Da braucht es Bundesgesetzgebung. Es gibt ja auch finanzielle Mittel vom Bund. Aber für die Gesundheitspolitik, dann für die Versorgung, sind Kantone zuständig. Und da muss man sagen, ist der Föderalismus ganz klar nicht hilfreich. Und dann vom Wählen zum Können ist noch ein grosser Unterschied. Man muss dann auch die Leute ausbilden, oder? Man muss es auch herbringen, man muss es attraktiv machen. Ist es zu wenig attraktiv? Also es ist so, dass man ja jetzt eben die Ausbildungskapazitäten erhöhen tut. Es ist sicher ein Beruf, der immer noch sehr ein geschätzter Beruf ist. Es hat viele junge Menschen, die auch in den Beruf einsteigen. Was aber klar ist, die Arbeitsbedingungen sind hart. Es ist ein Beruf, wo man 24 Stunden im Einsatz ist, 7 Tage in der Woche. Da müssen wir schauen, dass die Schichtarbeit besser abgegolten wird, weil das ist etwas sehr Strenges, wo mit der Zeit einfach auch belastend ist, überhaupt die ganze Arbeit auch. Man gibt ja sehr viel von sich auch in der Pflege. Und da müssen wir schauen, dass das Personal mehr Ruhezeiten hat und dass es auch finanziell besser abgegolten ist. Jetzt sind Sie eine von 12 Kantonsregalen in Bern. Wenn Sie eine von 2 wären, hätten Sie mehr Druck? Also man sieht jetzt gerade bei der Pflegeinitiative, hat der Ständerat ganz eine wichtige Rolle gespielt. Darum ist auch die Umsetzungsgesetzgebung zuerst in den Ständerat, weil wir gewusst haben, dann geht es rassig vorwärts. Natürlich hat man in einem Gremium von 46 Leuten mit einer Stimme ein bisschen mehr Gewicht. Der Ständerat ist auch oft konstruktiver unterwegs. Ich würde gerne auch so weiterarbeiten im Bundesbern. Ich habe in der Exekutive in der Stadt Wiel gelernt, auch in so Gremien wirklich konstruktiv Lösungen zu erarbeiten. Und natürlich würde ich sehr gerne im Ständerat sein. Am 21. angenommen, jetzt weg jetzt von der politischen Funktion, wo man natürlich wirklich möchte gewinnen, das ist ganz klar, wir haben gerne starke Vertreterinnen natürlich Bern, weg jetzt von der politischen Funktion. Wie sieht das jetzt aus, Initiative 21 angenommen, bis wann denken Sie, kann das annähernd, das, was die Initiative ja formuliert, umgesetzt werden? Also wir haben ja 2 Etappen oder 2 Vorlagen. Die erste, die Ausbildungsoffensive, die sollte ab nächstes Jahr umgesetzt sein. Also es ist wirklich so, Bundesmittel können ab dem 24. fliessen, sie sind auch eingestellt und es gibt Kantone, die sind bereit, das im 24. umzusetzen. Andere brauchen vielleicht ein bisschen mehr Zeit. St. Gallen muss Gas geben, dass auch im 24. möglich ist. Die zweite Etappe, da wird der Bundesrat, so viel ich gehört habe, sehr schnell jetzt den Eckwert definieren, auf den dann die Vorlage erarbeitet wird. Das wird einen Moment länger gehen, aber da muss man auch sagen, da ist die Praxis jetzt schon sehr stark gefordert, weil wir haben das Problem jetzt. Die Arbeitsbedingungen müssen sich auch jetzt schon verbessern und die Gesetzgebung auf Bundesebene kann da nur einen Teil aufnehmen. Wir müssen wirklich schauen, dass die Arbeitgeber jetzt schon ihre Aufgaben auch machen. Also die Dringlichkeit ist erkannt, aber es geht halt einfach, das schreckliche Geissen weg, einfach immer sehr, sehr lang. Das heisst, man muss immer sehr früh an etwas denken, im Grunde genommen. Ja, und man muss auch immer wieder Druck aufsetzen, dass etwas vorwärts geht. Ich glaube, wir sind wirklich in einer Situation, wo wir sehr stark gefordert sind, wo man auch zusätzlich Kredit muss sprechen. Jetzt auch im Kanton St. Gallen gibt es in der nächsten Session einen Vorstoß,
das, was die SP zusammen mit dem VPD und dem Berufsverband der Pflege eigentlich eine Offensive fordert, dass man jetzt schnell auch Mittel einsetzt, damit eben die ersten Schritte gemacht werden können. Sie sind voll motiviert, auch abgesehen von der Pflegeinitiative, eben eine von 46 zu werden. Ja, auf jeden Fall. Ich mache meine Arbeit in Bern sehr gerne. Noch lieber natürlich auch im Ständerat. Aber mir ist es wichtig, gute Lösungen für die Menschen zu erarbeiten. Und ich werde alles daran setzen, dass ich das auch weiterhin kann. Ja, Ivo Drib, Sie haben es eigentlich in der Hand, oder? Mit Pflegepersonal. Sie sind in der Ausbildung natürlich vorderste Frau. Also mit anderen Worten, da läuft das denn etwas, oder nehme ich an? Ja, also ich selber bin Pflegefachfrau und als Geschäftsführerin vom Berufsverband der Pflegefachfrauen und der Pflegefachmänner ist die Initiative für uns natürlich ganz, ganz wichtig. Es ist jetzt zentral, dass wir innerhalb vom Bundesparlament schnell auch, was Paket 2 anbelangt, gute Lösungen bringt und die Lösungen dann auch schnell in Praxis kann umsetzen, damit wir den Pflegenotstand, den wir jetzt haben, können verhindern. Es hat mal eine Initiative gegeben, oder vom Pflegepersonal, dass man eben ja, gendermäßig auch mehr Lohn gibt. Polizistinnen haben dann mitgezogen. Aber Gott, wir sind immer noch ein bisschen auf einem Level, wo der Beruf noch zu wenig attraktiv ist. Ich glaube, der Lohn ist ein ganz wichtiges Teil in dem Puzzle, das den Beruf attraktiv macht. Ein wichtiger Teil ist aber natürlich auch die Zeit, die man hat, um sich zu erholen. Die Zeit, die man hat, aber auch für Patientinnen und für Patienten zu pflegen. Das ist ganz wichtig für die Pflegenden. Der Lohn ist ein Teil der Arbeitsbedingungen, da gehören auch Zulagen dazu, da gehört aber auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben dazu. Ja, auf jeden Fall, der Lohn ist ganz ein zentraler Bestandteil, aber nicht der einzige, der sich verbessern muss, damit der Pflegeberuf so attraktiv wird, dass man ein Leben lang gesund, engagiert und motiviert ausüben kann. Und da braucht es auch Informationen, dass man etwas machen muss. Wir brauchen ja Pflegepersonal. Ja, das ist richtig. Es braucht rund 30'000 Pflegefachpersonen mehr. Wir laufen wirklich auf einen Notstand hin, der sich noch verschärft. Wir sind jetzt bereits schon in einer Pflegesit, wo Realität ist. Viel zu viele Pflegende steigen zu früh aus dem Beruf aus. Und es ist oberwichtig, dass man jetzt bekannt macht, warum die Pflegenden aus dem Beruf aussteigen. Nämlich, weil sie sich zu wenig erholen können, weil sie sich zu wenig wertgeschätzt fühlen, die Vereinbarkeit schwierig ist. Und da kann man etwas dagegen machen. Wir wissen, wie man reagieren muss. Kantone sind jetzt auch in der Pflicht, zum reagieren. Um die Pflegenden im Beruf zu halten, da braucht es jetzt die Sofortmassnahmen. Da komme ich nachher noch darauf zurück. Muss ich nachher sagen, ja. Wir sind jetzt vor der Veranstaltung, das ist klar. Ein Haufen Leute können jetzt hierher ins Spital Grabs, oder wie man ja sieht. Es ist ein Notstand, ganz eindeutig. Es ist auch eine riesen lange Ausbildung. Man die ersten 3 Jahre, das heisst ja gar nichts. Da muss man etwas anhängen. Also könnte man dort auch noch etwas ändern, dass es vielleicht attraktiver wäre, ein bisschen kürzer wäre, spezialisiert so? Gut, der Pflegeberuf ist ein Beruf, der sehr, sehr viel fordert, oder? Es braucht natürlich, man muss mal für den Beruf eine persönliche Robustheit mitbringen. Man muss Menschen gerne haben, das ist ganz klar. Gleichzeitig muss man aber auch Menschen in komplexesten Situationen in einem schwierigen Umfeld können pflegen. Das heisst, ich muss ganz viel wissen über Pathologie, über Physiologie, ich muss viel wissen über psychologische Aspekte und so. Und dazu braucht es eine fundierte Ausbildung, damit ich mich in dem komplexen System kann bewegen kann. Und Krankheitsbilder und die Erkrankungen der Menschen würden natürlich auch immer schwieriger und komplexer. Darum geht es eher in die Richtung, dass man mehr Kompetenzen braucht, um den Anforderungen der erkrankten Menschen gerecht zu werden. Aber ganz wichtig, ich meine, wir können heute ab der Schule in die Lehre gehen, in die Fachfrau Gesundheit, Fachmann Gesundheitsausbildung. Da gibt es einen Lehrabschluss und nachher ist es möglich, um an einer höheren Fachschule oder Fachhochschule den Pflegefachberuf zu erlernen. Und dann gibt es viele verschiedene Wege, wie man seine Karriere kann weiterentwickeln kann. Und ich sage immer, der Pflegeberuf ist der tollste Beruf, den es gibt, weil nirgends hat man so viele Chancen, so viele Karrieremöglichkeiten, so viele Vertiefungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten wie im Pflegeberuf. Aber es braucht jetzt Massnahmen, damit wir Pflegende, die ausgebildet sind, den Beruf können engagiert, gesund und motiviert das Berufsleben lang ausüben. Und natürlich auch ständige Veränderungen. Natürlich auch gerade bei psychischen Beeinträchtigungen, beim Personal natürlich, aber auch bei den Patientinnen und Patienten, oder? Die Veränderungen meinst du gesellschaftlich, oder? Dass sich da jetzt etwas tut. Ich glaube schon, dass psychische Erkrankungen zunehmen, auf jeden Fall. Wir wissen aber auch, dass Pflege natürlich ein Beruf ist, der sicher die Menschen belastet. Ich habe gesagt, es braucht eine persönliche Robustheit, um den Beruf ausüben zu können. Man muss
können Blut sehen, man muss können, natürlich mit Menschen in Grenzsituationen umgehen. Das geht von der Geburt bis zum Sterben, das geht vom Mitteilen von einer schweren Diagnose bis hin zu der Heilung, oder, wo man kann überbringen kann. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich da auch professionell kann verhalten in dem Sinne, gleichzeitig aber auch die Menschen kann begleiten und unterstützen, um eben in schwierigsten Situationen können sich zurechtzufinden und einen Weg zu finden. Jetzt stellen wir die letzte Frage ganz kurz von der Veranstaltung im Spital Grabs. Man hört einen Haufen Stimmen hinten dran. Ich höre keine Männer. Ist das eine Frauendomäne, der Pflegeberuf? Ja, es ist tatsächlich so, dass rund 85% von der Pflegenden sind Frauen. Und es ist eine Frauendomäne, das ist korrekt. Wir freuen uns natürlich immer auf mehr Männer im Pflegeberuf. Ich glaube, Diversität und die verschiedenen Geschlechter oder die verschiedenen Rollen machen schlichtweg auch ein Team interessant und auch erfolgreicher. In dem Sinn ist es toll, wenn wir da wirklich ganz verschiedene Identitäten in den Teams haben. Sie sind voll motiviert. Meinen Sie, kommt es gut? Es kommt mit der Pflegeinitiative oder mit der Veranstaltung? Nein, mit der Veranstaltung kommt es sicher gut. Nachdem es technisch alles klappt. Genau. Nein, mit der ganzen Pflegeinitiative, mit der Rekrutierung von Personal, ja, mit dem, dass ihr auch Gehör findet, dass es wirklich ein schwieriger Beruf ist, ein Beruf mit vielen Ansprüchen, dass man da Wertschätzung muss bringen muss. Meinen Sie, das kommt gut? Die Politik erkennt das. Also, wenn man gerade Barbara Gysi ins Parlament respektive in den Ständerat wählt, dann bin ich überzeugt, dass es besser kommt, als wenn nicht. Oder? Weil sie ist natürlich eine ganz versierte Verfechterin, eine Streiterin der ersten Stunde für Pflege. Sie setzt sich voll für die Umsetzung der Pflegeinitiative ein. Macht sie schon seit Jahren und jetzt hat sie die Möglichkeit, das natürlich auch im Ständerat zu machen. Und ich bin überzeugt, wenn man Barbara Gysi als Unterstützerin von der Pflege in den Ständerat wählen, dann kommt es noch besser mit der Umsetzung der Pflegeinitiative. Wichtig ist aber auch, dass die Kantone jetzt die Hinteren führen nehmen und Projekte lancieren, wo Praxis, die Institutionen unterstützt werden, um Sofortmassnahmen zu finanzieren, die dann beim Personal ankommen, damit sie gewertschätzt werden, mehr Geld, mehr Zeit und mehr Vereinbarung erleben und so auch im Beruf bleiben.